Wir haben den 18. März und heute ernte ich die Kresse, die ich im November ausgesät habe. Das sind schon die nächsten. Kresse ist so ziemlich mein Lieblingssalat. Das schmeckt nämlich ganz lecker und würzig. Und das sieht aus, als könnte das schon eine gute Schüssel hergeben. Das ernte ich mal jetzt und das gibt es jetzt heute zum Mittagessen. So, das ist unsere Ernte heute und ich habe versucht, das Herz der Kressepflänzchen nicht ganz abzuschneiden und hoffe, dass die dann dadurch noch ein bisschen nachwachsen. Die nächsten haben wir ja schon hier, auch schon bald erntebereit. Ja, und da schneide ich dann noch ein paar Tomaten. Hier im Haus wächst schon die nächste Generation, die ich vor 2 Tagen ausgesät habe. Die Salate von unserem Window Farm, von außen aus gesehen, die kommen dann als nächstes zur Ernte. Okay, jetzt bereite ich mal meinen Kressesalat. So, jetzt werde ich mal das Ganze mit kaltem Wasser abbrauchen, das eventuell Erde und das Ganze und eventuell Fremdkörper weggespült werden. Und dann die gelben Blättchen sortieren wir auch noch aus. So. Okay, das wäre so ziemlich alles, was ein bisschen verwelkt ist und gelb aussieht. Das hätten wir dann jetzt aussortiert. Das kommt jetzt in eine Schüssel. Eine Tomate habe ich bereits geschnitten. Das kommt dann auch noch hier rein. Und jetzt muss ich nur noch die Soße anmachen. Ach, jetzt habe ich vergessen, meine Kamera einzuschalten fürs Filmen. Also, für die Soße nehme ich meistens so einen Löffel. Und hier habe ich schon einen Löffel. Ein Löffelchen, Teelöffelchen von diesem Kräutersalz und Demre reingetan. Eine Prise weißen Pfeffer. Ups. Und ein Löffel von diesem Orangenblütenhonig. Das nehme ich meistens zum Süßen. Und ich habe auch schon circa ein großer Löffel voll Rapsöl hier rein. Und jetzt fehlt nur noch der Balsamico-Essig. Hier habe ich auch vom Supermarkt. Ist nicht bio. Aber nächstes Mal schaue ich, dass ich wieder
ein Bioprodukt bekomme, auch wenn es nur vom Supermarkt ist. Okay, und das Ganze wird dann verrührt, dass eine schöne homogene Soße entsteht. Okay. Und wenn unser Hauptessen, heute gibt es Reste von gestern, ich muss aber noch Reis kochen. Frank hat grünen Curry gekocht mit unserem Mitbringsel aus Thailand. Und die Hälfte ist sogar noch, ist ungefähr noch übrig geblieben vom Abendessen von gestern. Und das wärmen wir dann heute und das gibt es dann zum Mittag. Mit Kresse, Tomatensalat und Balsamico Rapsöl Vinaigrette mit Orangenblütenhonig. So, das wird dann darüber gemacht, wenn wir mit unserem Essen soweit sind. Und jetzt würde das zerfallen. Ich muss nämlich noch Reis kochen und den Curry von gestern noch aufwärmen. Hier im Haus sind gerade Handwerker, deshalb der Krach ziemlich unerträglich, weil das ist schon seit ein paar Tagen so. Jetzt kommt die Soße über unseren Salat. Schatzi, du mischst es, das gibt es jetzt zum Mittagessen. Ja. Und weil das unsere allererste Ernte ist von unserem eigenen Anbau, Balkonanbau, habe ich gedacht, vlogge ich es mal. So. So sieht dann der Salat aus. Das ist schon eine riesige Gell, schon ziemlich viel. Das war der ganze Topf, habe ich abgeerntet jetzt. Und das ist seit November gewachsen. Überm Winter. Ah, ich dachte, das sind unsere Flaschen. Nein, das ist noch nicht die Flaschen. Die Flaschen kommen als nächstes. Das ist ja Kresse, siehst du das nicht? Das ist die großblättrige Kresse. Okay, gut. Okay, so, jetzt wird gegessen. Schälchen für was? Nö, das essen wir so. Okay, wir essen jetzt. Gut. Ciao, das war's. Unser Leben in Deutschland. Mittagessen, Reste vom Abendessen und frischen Salat vom eigenen Balkon. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lecker war's.